Der in der Mitte da, gell? Du, nein, du, ja? Wo arbeitest du? Darf ich mal fragen, wo arbeitet er? Ich arbeite in einem großen Sportfachgeschäft. Okay, wie heißt dieses Sportgeschäft? Das darf ich nicht sagen, weil ich mache halt viel zu aggressive Musik, weil ich eben nein, in diesem Sportfachgeschäft... Nein, du bist der feige Hund, wenn du das nicht sagst. Sag Sportcheck! Jetzt, wo? Sportcheck, okay, Sendlinger Straße 6. Sendlinger Straße 6, in welcher Abteilung? Und weil es mir nicht ausfüllt, muss ich so eine aggressive Schlagermusik machen. Nein, halt. Die vollkommen übers Ziel hinausschießt. Du hast jetzt mindestens 6 Promille, aber ich komme demnächst zu Sportcheck und werde dir einen Aufzug dort liefern, dass du deine Arbeit verlierst. So, das war's. Das war Ende der Ansage. Ich werde bei dir auftauchen und dann wirst du dich einmal dran gewöhnen, wie das ist, wenn man anders sieht. Das ist nicht einmal lustig. Ich finde es, hey, ihr Zipfel, ihr seid da und hey, muss man einen auf Respekt im Endeffekt doch mit einem schiefen Kappe auf nirgendwo gewesen sein, aber mir da sich da seine Platten vorspulen lassen und dann psuffert da herin und dann an über Realness, komm ja du nie wieder da rein. Du nicht. Du kommst hier nicht. Nein, aus. Ende der Vorstellung. Du gehst mir nie wieder hier ins Studio. Und wenn du nicht willst, dass ich jetzt bei geschlossener Tür da rausschmeiß, dann holst dein Fotzen und gehst. Geh heim! Leg mich am Arsch! Hau ab! Mach mir nicht an! Ich schlag dich jetzt die Türen aus! Es dauert nimmer lang! Du gehst jetzt, sonst hau ich dich da raus! Halt's Maul! Ich mag nimmer! Das passiert jetzt! Ihr könnt's gern zu dritt gehen! Oder alles ist mir scheißiger! Geh scheißen! Ich hab satt! Solche Typen wie du, die nur eins kennen, sich die Pucki vollsaufen und dann meinen, sie gehen da hin, wo ich bereit bin, das mal. Und dann, du holst es nicht aus, wenn ich zu dir in der Scheiß aber komme, die du nicht einmal hast. Und bei der Oma daheim wohnen und von 900 Mark hier großes Maul auf. Hau ab! Also Schwan, halt, du auch noch, hau halt du auch ab. Hau halt ab. Ich brauch das nicht. Also da, ich hab schon lange kein Mikrofon mehr. Also genau mit euch. Wiederschauen. Geht's halt? Geht's? Nein, ist langweilig. Das nicht begreift auf die Schnelle. Ist das dein Ernst, Mann? Bin ich dafür bekannt, dass ich Witze mache oder was?